In diesem Projekt haben wir statt einem integrativen Musiktheaterprojekt ein inklusives Musiktheaterprojekt durchgeführt. Dafür haben wir mit zwei Schulen kooperiert, eine Grundschule und eine Förderschule, die sich zwar auch sonst das Schulgebäude teilen, aber im Alltag einfach keine Berührungspunkte haben. Und das wollten wir ändern. Es ist unheimlich wichtig, dass wir sowohl mit den Schulen und vor allem auch mit den SonderpädagogInnen einen ganz, ganz engen Kontakt pflegen und wirklich uns engmaschig absprechen. Was brauchen welche Kinder von uns, damit sie teilnehmen können? Wie hole ich wen ab? Was sind die einzelnen Bedürfnisse, damit es am Ende schön ist und wirklich alle Spaß haben und alle teilnehmen können? Ich bin wahnsinnig stolz, dass sie das heute tatsächlich geschafft haben, hier auf der Bühne zu stehen, das miteinander zu machen und das erstmal alles auszuhalten. Und dann auch noch am Ende Spaß dabei haben, wunderbar. Das Stück hilft den Kindern dabei, neue Erfahrungen zu sammeln. Und das war mein erstes Mal, dass ich so geschauspielert habe und was anderes ausprobiert habe, als nur zu tanzen. Und das war geil. Zum Anfang war ich ein bisschen schüchtern und jetzt nicht mehr. Und jetzt bin ich glücklich, ja. Jeder darf mitmachen und ein gleichberechtigter Teil der Gesellschaft sein. Es ist unheimlich wichtig, dass die Kinder das spüren. Wir mussten mit den Förderkindern üben und wir haben uns nicht so gewöhnt. Deswegen hatten wir erst so Streits mit Kindern und dann wurden wir Freunde. Ich war nervös, aber gut, ich gut. Inklusion in einer nicht inklusiven Gesellschaft ist Arbeit und ist eine Entwicklung, die sich langsam vollzieht. Es war sehr schön, diese Entwicklung bei den Kindern zu sehen. Wo am Anfang sehr große Berührungsängste waren, war am Ende ein Gefühl von, wir sind ein Team, wir machen das gemeinsam. Wir rocken jetzt diese Bühne und das machen wir zusammen. Ich glaube, wir haben mit diesem Projekt eine Basis geschaffen für Freundschaften, die bleiben. Und auch dafür, dass die Kinder, die mitgemacht haben, diese Energie in sich spüren und behalten können. Darum ist dieses Projekt so wichtig.